Yo. 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 Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja Leute, ich bin zwar ein bisschen erkältet, vielleicht hört man es ja, aber es hindert mich nicht daran, ein kleines Video für euch zu drehen. Und zwar, Leute, im letzten Video, was ihr jetzt hier oben sehen könnt wieder, oder beziehungsweise hier oben verlinken werde, ging es ja darum, wie es hier aussieht, beziehungsweise wie hier mein Studio umgebaut wird. Und ich habe euch ja im letzten Video schon gezeigt mit dem Tisch hier hinten und beim Home-Studio, also mit dem kleinen Setup-Studio für Musikproduktion, was hier auf der Seite ist. Und ja, es hat sich ein bisschen was verändert, und zwar wollte ich ja euch zeigen, was in diesem großen Karton war. Das Problem ist leider, ich konnte es leider nicht aufnehmen, weil es ein bisschen komplizierter war als gedacht. Und zwar, ich habe euch ja ein bisschen angedeutet, dass sich in dem Paket was befindet, was für die Wand ist. Und was es genau ist, das zeige ich euch später. Aber Leute, ich muss ehrlich sagen, ich hätte nie gedacht, dass es so cool aussehen würde. Also ich bin selbst überrascht, weil ich kann es euch ja jetzt schon sagen, in dem Paket habe ich mir Schalldämmung, also Absorber, gekauft von Thomann. Der Link ist hier unten in der Beschreibung. Und das sind 16 Stück, was ich mir gekauft habe. Ich konnte mich zwar erst nicht entscheiden, welche Farbe, weil es gab dazwischen Blau und Schwarz. Aber ich dachte mir so, ja, Blau, das passt hier nicht so, weil ich habe hier fast alles in Schwarz. Und deswegen habe ich sie mir in Schwarz gekauft. Das sind 16 Stück, wie gesagt. Das Problem, warum ich das jetzt nicht alles filmen konnte, weil ich habe die ausgepackt. Hab mir dazu so einen Spezialkleber gekauft, also so einen Absorberkleber. Dann wusste ich nicht, klebe ich die jetzt direkt an die Wand. Das Problem ist halt hier unten bei uns im Keller, also wo ich ja jetzt hier bin im Studio, die Wand, die bröckelt bei uns schon ein bisschen. Und jetzt wusste ich nicht, wenn ich die an die Wand klebe, ob die überhaupt haften, also ob die dranbleiben oder ob die wieder abfallen. Weil wir in der Garage draußen so eine, vom Beamer so eine Leinwand haben, die ist glaube ich 2 Meter groß oder so. Die brauchen wir gerade eh nicht mehr. Ob ich da die Absorber dann draufklebe, die Leinwand sozusagen, dann einfach nur am Boden schnell. Aber dann dachte ich mir, nee, das ist scheiße, weil dann ist es wieder viel zu tief. Und ja, dann habe ich mich trotzdem entschlossen, das an die Wand zu kleben. Und deswegen konnte ich es leider nicht filmen für euch, Leute. Aber ihr seht gleich noch einen kleinen neuen Studio-Porn von mir, oder beziehungsweise wie die Wand jetzt aussieht. Und ich bin super zufrieden mit dem Ergebnis, was wir gemacht haben, weil ich wollte sie erst in einem Rechteck, weil es sind ja 16 Stück, wollte ich sie erst in einem Rechteck aneinander kleben. Aber dann dachte ich mir auch so, oder beziehungsweise mein Vater dachte so, hey Luis, das ist doch viel zu langweilig, wenn dann nur so ein Rechteck an der Wand pappt. Und daher haben wir uns was Kleines überlegt, ein kleines Muster damit zu machen. Und ich bin wirklich, wie schon gesagt, so zufrieden mit dem Ergebnis. Und ja, ich würde einfach sagen, ich zeige euch das jetzt mal kurz in einem kleinen, ja, nicht Studio-Porn, aber mit so einem kleinen, vielleicht auch Intro für mich, weiß ich noch nicht. Genau, die Sachen alle, also diese Absorber und sowas, habe ich alles unten verlinkt. Ich habe jetzt rund, ich glaube, 45, 50 Euro gezahlt für 16 Stück. Kann ich mich nicht beschweren. Und die sind halt 1A perfekt geschnitten. Das heißt, man sieht halt keine Zwischenlücken oder sowas. Und ja, ich will jetzt nicht weiter reden, Leute. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal einen kurzen Clip von meiner neuen Studiowand und wünsche euch viel Spaß damit, und dann sehen wir uns gleich wieder. Also bis dann, Leute. Viel Spaß. Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem Video. Und Leute, was sagt ihr zu diesem geilen Setup? Also ich muss ehrlich sagen, ich bin mehr als zufrieden mit dem geilen Muster. Es wird sich aber noch ein bisschen was verändern, und das versuche ich jetzt diesmal für euch zu filmen. Dann werde ich wahrscheinlich noch die Decke hier oben ein bisschen bekleben mit Schaumstoff, also mit dem Absorber. Ja, da wird sich einfach, wie gesagt, schon noch einiges hier verändern, also mit dem Setup. Ich kriege ein neues DJ-Pult, werde ich mir, also kriege ich nicht, aber werde ich mir bestellen. Ich habe auch einen schon im Hinterkopf, bloß das Problem ist, es ist ein bisschen teuer. Aber ich spare schon lange drauf, und ja, das, keine Ahnung, irgendwann muss man ja mal sich von Sachen wieder lösen, wenn neue Sachen kommen. Deswegen überlege ich mir, wenn ich genug Abonnenten habe und Leute habe, die sich für solche Projekte oder für meine Videos interessieren, dann kann es vielleicht vorkommen in nächster Zeit, oder es wird noch ein bisschen dauern, weil ich habe gerade mal 2 Abonnenten oder so. Wenn sich in Zukunft da mehr Abonnenten zusammenfinden auf meinem Kanal, sage ich mal, und die intensiv in den Kommentaren auch mitfiebern, dann kann es sein, dass ich sogar mein DJ-Pult, was ich jetzt habe, wenn ich das neu schon habe, dass ich das verlos.
Aber das weiß ich noch nicht, das wird wahrscheinlich dann in einem extra Video kommen. Aber davon kriegt ihr dann alles noch mit. Wie gesagt, ihr müsst einfach nur meinen Kanal mal abonnieren. Die Glocke am besten noch aktivieren, weil dann kriegt ihr diese Benachrichtigung, wenn ein neues Video auf meinem Kanal hochgeladen wird. Und somit verpasst ihr nichts, wenn diese Verlosung stattfinden sollte. Aber wie gesagt, das ist noch in den Sternen geschrieben, weil ich muss den Kanal jetzt erstmal ein bisschen größer bringen. Ja, in diesem Sinne, Leute, wenn ihr noch irgendwelche Fragen, Vorschläge oder sonstiges habt, packt es mir gerne unten in die Kommentare rein. Würde mich freuen, wenn ihr noch ein paar Ideen habt, weil der Raum ist eigentlich so cool, da könnte man noch so viel machen. Das Problem ist, ich weiß halt noch nicht, was ich hier noch machen kann. Also beziehungsweise ich habe zwar noch Sachen vor, aber irgendwann gehen mir auch die Ideen aus. Dann würde ich sagen, ich verabschiede mich für dieses Video und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Kurze Anmerkung, ich versuche auch in nächster Zeit vielleicht so, wenn ich so eine Routine habe mit den Videos, welche Projekte ich alles noch habe und sowas, dass ich einen Upload-Plan erstelle. Weiß ich aber noch nicht, muss ich mal schauen. Und ja, Leute, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.